Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ja, wir machen eigentlich genauso weiter wie vorher. Wir sind nämlich immer noch hier in Endral und suchen die Eispranken sowie die magischen Symbole. Und dazu gehen wir jetzt in diese Grimm-Lichthöhle. Da ist eine Eisklaue. Echt? Oh. Also ich weiß nicht, ich habe nichts gesehen. Eine Wurst. Da sehe ich's! Oh. Das Schöne ist, dadurch, dass ich hier schon mal war und ich mich nämlich noch gut daran erinnern kann, dass ich hier schon mal war, kann ich rein und wieder raus. So. Das reicht. Müsste ja hier irgendwo der Ausgang sein, ne? Nee. Hä? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, hi. Am Arsch des Propheten. Okay. Ja. Denke ich mir auch gerade. So. So, hier war doch eine Wurst, ne? Ja, meine ich doch. Kann ich ja mal gerade kurz essen. So, lecker, lecker, lecker. Falscher Weg. Hier bin ich hergekommen. So, das war nicht das Problem. Das kenne ich. Das war schon bekannt. Einfach. So. Das andere ist hier hinten. Scheinbar. Liege ich damit richtig? Mhm. Da. Ganz vorsichtig, mein Kleiner. So, wo gehen wir jetzt hin? Nach links. Na, dich kriege ich auch noch, kleiner Schaurus. Boah, ist die Musik gerade schön. Oh. 2000 wurden dem Inventar hinzugefügt. Was? Ja. Was? Ein Arp. Ich weiß nicht, was es ist. Okay. Nichts anderes als gewöhnliche Menschen? Also tote Menschen? Okay, das Ding scheint anscheinend mitten auf dem Weg zu sein. Sehe ich das richtig oder falsch? Mit Karte. Und plötzlich ist sauber. Das ist unfassbar. Irgendwo hier links. Hört da. So, das ist so schön, dieser Übergang, ne?
Und dass ich nochmal komplett nach da hinten muss. Guck mal, wenn man von hier reingeht, sieht das Ding total sauber aus. Und dann geht man hier ein paar Schritte. Genau, und dann verändert sich der Himmel. Der wird dann von so rötlich auf ganz grau. Ach so, das steigt dann auf 9%. Ah. Ich weiß immer noch nicht, woher ich diese 2000 Dinger da bekommen habe. Wüsste ich zwar gerne, aber weiß ich nicht. So, zum Glück habe ich ja mehrere Ambrosia kaufen können in dieser einen Stadt. Das hat schon viel geholfen, denke ich mal. Ja, wird viel helfen, hat es ja noch nicht. So, da. Sehe ich sie schon? Ist das eine Eisbranke, die ich hier im Visier habe? Ja, ist es. So. 71 habe ich mittlerweile. Es geht doch voran, ne? So, jetzt habe ich das hier schon gemacht. Ich glaube, ich könnte mal die alte Dammwarte. Aua. Okay, kann ich jetzt? Wieso habe ich eigentlich so eine komische Markierung irgendwo? Ja, Wachter Verlorener. So. Jetzt kann ich zur alten Dammwarte. Perfekt! So. Hier soll ich also da rein, um ein magisches Symbol zu finden. Dabei könnte ich schwören, ich war hier schon mal. Verwendet Wallen und Ölpfützen, um eure Feinde zu schädigen. Was? Was? Das sieht aus wie so ein Tutorial. Lol. Ah, okay. Wieso habe ich die Fackel mitgenommen jetzt? Warum? Das ist einfach so ein typisch, so ein richtiges Tutorial-Haus. Was ist das denn? Alter, am Abend mit richtig geiler Musik. So. Dann muss ich hier einmal, da finde ich dann wahrscheinlich so eine Klaue. Hi. Tja. Dann eben nicht. Also ich habe es im Netten versucht. Aber wenn die Leute trotzdem kämpfen wollen und die sehen den großen, mächtigen Mann in Skarrak-Rüstung. Ganz im Ernst, dann ist das nicht meine Schuld, wenn die sterben. Dann ist das wirklich nicht meine Schuld.
Nürnwurz. Nürnwurz ist ein Würz der Nürnd. Ne, wo lang? Da unten eigentlich noch. Okay, das ergibt Sinn, dass hier was ist. Hier geht sonst niemand hin. Aber hier ist nichts. Verarsche! Betrug! Bin ich blind? Sehe ich es nicht? Oder ist das vielleicht doch da oben? Nee. Wow. Okay. Das ist mega schwer gewesen. So, nochmal zur Dammwarte zurück. Da war nämlich noch was anscheinend. Ne, was, wo? Anscheinend, wenn ich hier irgendwie... Und da muss ich hier irgendwo... Vermutlich auf der anderen Seite, ne? Sage ich jetzt einfach mal. Das sind so typische Physikaufgaben mit Vektoren. Wenn ich von hier nach da schwimme, wo komme ich raus? Also das sind so richtig typische, wenn ich irgendjemanden hier habe, der vielleicht mal Physik oder Chemie oder irgendwas, was wo Physik dabei ist, studieren will. Solche Aufgaben werden immer kommen. Und es ist nie, dass der Punkt, der geradeaus drüben ist. Weil klar, das wird so einfach. Aber interessant ist auch, noch keiner der Markierungen, die ich hatte, war einer auf dem Kompass, ne? Also ist interessant, oder? Zu ein paar Eispranken. Hier in diese Richtung anscheinend. Boah, das sind halt die Gegenden, da gehst du gar nicht hin sonst, oder? Das will ja keiner machen. Außer halt, der ist wie ich jetzt. Scheinbar ist hier irgendwo eine dieser Pranken. Nur wo? Ah. Na. Okay, das andere ist direkt hier irgendwo. Wer seid ihr? Ein bisschen, ja. So, Level 51 mittlerweile. Boah. Das ist schon ein dicker Oschi. Mittlerweile komme ich wirklich vor wie bei Skyrim. Also das ist jetzt nicht mehr, dass man hier nicht alles erreichen kann. Das ist eindeutig so, dass man alles erreichen kann, wenn man möchte. Ja, es ist immer so. Denn glaubt an eure Träume schließlich. Glaubt euch an euch. Wo
genau sind die Gegner? Hallo? Altes Holzfällerlager. Hier war ich noch nicht. Ich dachte, ich war hier schon mal. Morgen. Ja, dafür geht's erstmal. Okay. Dafür gibt's verdient eine Strafe. Also Schlampe nennt man eine edle Dame nicht. Unfassbar. So, irgendwo hier sind auch noch mal welche. Ah, das sind wieder Wölfe. Ja, auch nur noch 1000 XP, ne, bis zum nächsten. So. Bis zum nächsten Level. Es geht hier so fix wieder. Weil dann sind es 10.000. Dann habe ich vielleicht falsch gezählt, aber. Es wäre auch irgendwie besser vorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in 1000 schon ist. Das wäre echt nix. Oh, moin. So einem jungen Braunbär. So, wo ist der nächste da oben? Ja, jetzt ist die Frage, ne? Wie komme ich daran? Wie kann ich das erreichen? Ja. Boah. Ist das die richtige Richtung? Ja, etwa. Dann kann ich die nämlich auch noch gleich mitnehmen. Hier ist sogar eine Treppe. Perfekt. Also besser geht's hier wirklich nicht. Wie ich die einfach so weggesnackt, ne? Einfach so. Als wäre das so. Das ist so diese Spinnenweben, die ich manchmal wegschlage. Oh. Ja, meine ich ja. Hä? Okay. Interessant. Manche Sachen im Leben. So, was ist das? Es ist ein Baum. Sah aus wie ein Mensch. Sah aus wie so ein hier, Bibliothekar aus Metro. Fand ich. Also. Ich weiß nicht, ob es zu viel Fantasie ist, aber doch, fand ich schon. Hatte was. Eieiei. So, da ist sie. Die berühmte Eispranke. So, Alt-Dotulgrad. Müsste dementsprechend ja auch hier in diese Richtung sein. Alto Tulgrad kenne ich ja noch. Das ist mir noch recht in Erinnerung geblieben. So, ach, direkt hier. Ah, ja.
Okay, hätte ich auch schaffen können, so ohne alles. Okay, dann direkt nach rechts. Und schon findet man. Ich höre doch was. Okay. Nee, hier nicht. Hier ist kein Eingang oder Ausgang oder irgendwie so. Hallo? Tschüss! Oh, diese Wölfe im Dunkeln. Allgemein alles im Dunkeln ist blöd, aber die Wölfe klingen noch so schaurig im Dunkeln. So, hier ist ein Symbol. Damit habe ich ein Drittel davon auch geschafft. Dann ist hier direkt auch noch was im Verbund. So, damit ihr nicht mehr so schaurig daher heult. Da hinten, da unten, da unten, da unten. So. Da. Das wird da an dieser Küste sein. Da sehe ich aber noch einen Wolf. Da. XP sind schließlich zum Mitnehmen, ne? Heißt ja auch immer so XP to go. Kennt man nicht anders, oder? Okay. Okay, das ist anscheinend hier am Strand. Ich vermute es jetzt einfach mal an diesen Felsen hier. Ja. Okay. Das nächste ist auch an dem Strand. Aber natürlich erst nachdem ich dich hier gemacht habe. Nee. In dem Haus. Ah, okay. Verlassene Hütte. Jede Hütte ist irgendwie hier verlassen. Okay. Habe ich da so einen bekannten Reisenden? Schmuckschlüssel ist leer. Ein Bett. 10 Stunden, ist es gut? Hab keine Ahnung. So länger muss nicht. Ich will ja nicht unnötigen Scheiß mit mir rumtragen. Wo genau ist hier jetzt das magische Symbol? Ah. So. Düstertal. Das sieht. Hier sieht es wieder sehr freundlich aus, wie ich finde. Sehr schön. So. Da ist eine Eispranke irgendwo. Mir so direkt. War ein bisschen weiter entfernt. Wieso fängt es an zu rechnen? Ah, weiter weg noch ein bisschen. Okay. Hätte ich ja noch suchen können. Mann! Dieser Regen.
Ah, ist doch Kacke. So, irgendwie will sich das nicht finden lassen. Ich glaube, ich muss irgendwie noch dahinter kommen. Es wäre durchaus denkbar. Jetzt bin ich zwar hier drin, aber auch noch nicht weiter, weil ich irgendwie noch kein gehbares Gelände gefunden habe. Was ist das denn? Wieso kann ich die nicht mehr alle hitten? Pyrische Rüstung, andererseits kann ich alles mitnehmen irgendwie. Nürnwurz. Also ich vermute mal, dass man mich jetzt nicht mehr so gut hört übrigens. Ich würde irgendwie gerne hier hoch. Hä? Aua. Okay, hier geht's hoch, scheinbar. Oder wie? Ist hier denn schon irgendwas? Nee. Ah, sieht aus nach einem Gu. Alter, und dann auch noch so ein Mega-Ladebildschirm. Wahrscheinlich habe ich auch noch länger keinen Speicherstand mehr gemacht, dass es noch abfuckender ist. Da habe ich keine Lust. Also auf so eine Kacke habe ich keine Lust. Das ist mir dann auch relativ egal. Muss ich dann einfach mal so sagen. So, mal ganz ehrlich, das, nee. Sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Hä? Sag mal, wollt ihr mich verarschen irgendwie? So. Also ganz ehrlich, auf so einen Kinderkacke habe ich keinen Bock manchmal. So. Da ist ein magisches Symbol. Und ein Drittel habe ich schon, meine Güte. Hier ist die nächste Klaue. So. Und jetzt können wir weiterreden. Meine Lieben.
Jetzt bin ich nämlich nicht mehr so abgefuckt wie gerade eben. Also. Irgendwo muss ich hier reinkommen, da. Ich gehe jetzt noch. Boah, diese. Also. Alter. Diese scheiß Alpha-Wände, die die hier eingebaut haben, überall. Das fuckt sowas von übertrieben ab. Sowas von. Das glaubt ihr gar nicht. So. Ich laufe übrigens nicht, ne? Ist auch sehr lustig. So. Irgendwo muss ich ja auch angeblich links rein. Ganz interessant. Hä? Ach, hier vielleicht? Nee, hä? Hier ist doch gar nichts. Wo ist das, was die meinen? Da oben, hä? Nee, warte mal. Das ist da oben irgendwo. Ja, und was ist hier? Hier ist doch nichts. Alter, was? Ja, ich würde sagen, bis dann machen wir einen Cut. Wir sehen uns und ciao.